Wir sagen euch willkommen zur 18. Regionalliga-Ausgabe von TV11 Nachschuss. Heute Heimspiel an der Kaiserlinde gegen den FSV Frankfurt. Das Wetter, das könnte besser sein. Nach den 90 Minuten ist das aber eigentlich egal, denn die Wochenendstimmung ist definitiv gerettet. 4:2 siegt unsere SV Elversberg, behält also die 3 Punkte hier an der Kaiserlinde. Till Hust hat natürlich auch wieder Gesprächspartner für diese TV11-Nachschussfolge. Unser Cheftrainer Horst Steffen steht parat zum Interview, genauso wie Eli Laprevot und unser Neuverlängerer Lukas Schnellbacher, der bis 2026 hier an der Kaiserlinde bleibt. Viel Spaß für diese neue Ausgabe TV11 Nachschuss. Horst, ausgerutscht ist die SVE heute nur einmal auf dem Platz, nämlich beim Elfmeter, aber was die Punkte angeht nicht, nämlich am Ende ein 4:2 gegen den FSV Frankfurt, ein überzeugender Sieg, den deine Mannschaft auch wirklich überzeugend eingefahren hat, oder? Ja, also wir waren von Beginn an gut im Spiel, haben Lücken gefunden, haben die bespielt, haben Torschancen uns erspielt und haben ein bisschen Pech gehabt, dass wir die nicht reinmachen. Weil eine Überlegenheit da war und wie gesagt Chancen plus ohne Ende in der ersten Halbzeit war. Zweimal unglücklich auch beim Gegentor, vor allen Dingen beim zweiten Gegentor rutscht Eros auch nochmal weg. Ja, also hatten wir da ein bisschen Standfestigkeitsprobleme und sonst wäre es vielleicht schon zur Halbzeit etwas höher gestanden. Ja, dass wir dann 2:2 zur Halbzeit gehen, ist für uns natürlich nicht toll nach den Ergebnissen, die wir zuletzt hatten, wo wir doch unzufrieden waren mit Gießen unentschieden und Stuttgart unentschieden. War die Mannschaft gefordert, das emotional zu verpacken und hat ein bisschen gebraucht. Zweite Halbzeit waren wir doch nicht ganz so genau, haben ein paar Fehlpässe gespielt, ein paar Ballverluste zu viel gehabt, ohne dass der Gegner nochmal richtig gefährlich wurde. Aber mit dem dritten Tor war dann der Bann wieder gebrochen, dann hatten wir wieder unsere Dominanz und unsere Überlegenheit. Und ja, wie wir uns dann manchmal auf engem Raum durchgespielt haben, war schön anzusehen. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und wieder auch dieses Emotionale, dieses Comeback, was wir da gefeiert haben nach 2:2 und eben etwas Enttäuschung in der letzten Woche. Finde ich gut, dass die Mannschaft diese Reaktion gezeigt hat, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Neben den 3 Punkten auch schön, dass dieser Offensivfluss wieder geklappt hat nach vorne. Ja, es war so, dass das schon auch gegen Appleborn so war, dass wir wenig Chancen erspielt haben, gegen Stuttgart wenig Chancen erspielt haben. Und das ist eigentlich unsere Qualität, dass wir uns immer wieder durchspielen. Deshalb bin ich froh, dass das gelungen ist. Und klar hätte ich noch gerne wieder ein zu Null-Spiel gehabt. Wir hatten ein bisschen zu viel Raum gelassen für Konter, muss man sagen, auch erste Halbzeit schon. Aber trotzdem, wenn dann das Chancenübergewicht in Ergebnis kommt, dann sind wir auch damit zufrieden. Und ich habe ein bisschen umgestellt in der zweiten Halbzeit, dass wir nicht ganz so offen stehen. Und da haben wir ein bisschen mit gebraucht. Und trotzdem, wie gesagt, erstmal gutes Gefühl, dass wir ja wieder in der Spur sind und Tore machen können. War das heute die perfekte Vorbereitung auf das Derby gegen den FC Homburg? Ja, es war wichtig. Ja, das war klar machen, wir bleiben dran. Wir wollen ganz oben angreifen und mit Unentschieden gelingt das nicht. Und wie gesagt, mit so ein bisschen emotionalem Tief wieder zu zeigen, hey, das tangiert uns nicht. Wir fokussieren uns wieder auf das nächste Spiel und können dann wieder tolle Leistung bringen. Das war gut zu sehen. Und vor einem Derby zu gewinnen, ist bestimmt gut. Und jetzt freuen wir uns auf das Derby. Das wird herausfordernd sein und wieder ein komplett anderes Spiel werden. Unter der Woche ins Pokalviertelfinale eingezogen. Da wird es jetzt entweder Reimsbach oder Köllerbach. Ich weiß nicht, ob du die Auslosung mitbekommen hast. Zufrieden mit der Auslosung? Ja, es ist natürlich so, dass wir da Hoffnung haben, eher weiterzukommen, als wenn wir gegen die Top-Mannschaften kommen, gegen Saarbrücken oder Homburg. Auch Auersmacher hat schon mal wehgetan. Deshalb, ich kann die anderen beiden Mannschaften jetzt noch nicht beurteilen. Kann ich noch nicht sagen, wer es wird und wie die spielen. Deshalb kann ich noch nicht eine richtige Einschätzung machen. Aber klar ist, dass sie an sich etwas schlechter sein sollten als die Top-Vereine hier im Saarland. Ab ins Trockene mit dir. Vielen Dank. Danke. Ja, Eli, Tabellendritter gegen Tabellensechzehnter vor dem Spiel. Keiner wusste genau, warum Frankfurt eigentlich so weit unten steht. Wie hast du es dann heute auf dem Platz erlebt bei dem 4:2-Sieg? Wie stark war Frankfurt? Das war kein einfaches Spiel heute. Wir haben gesehen, erste Hälfte, die schießen 2 Tore aus 2 Möglichkeiten. Und wir waren nicht richtig so effizient vorne. Hinten auch nicht richtig. Und ja, dass wir jetzt die zweite Hälfte besser waren, war uns klar. Und ja, ich freue mich einfach für die Mannschaft, für die Jungs. Das ist auch für meine Meinung nach ein verdienter Sieg.
Erste Halbzeit war so ein bisschen kurios, so ein bisschen Ping-Pong. Vorne getroffen, hinten das Gegentor kassiert. Waren die Gegentreffer unnötig in der Phase? Ja, schon. Kann man schon sagen. Aber es ist auch ab und zu so im Fußball und du musst mit Rückschlägen auch umgehen. Ja. Hattest du trotzdem auch das Gefühl, dass nach vorne heute viel ging, immer wieder aktives Sehen vorne, offensiv sehen? Auf jeden Dieses Fall. Gefühl, da geht was? Auf jeden Fall, ja. Wir haben gesehen, erste Halbzeit hatten wir vielleicht 8 so Großchancen, gehen nur, leider nur 2 rein. Wir haben in die Halbzeit gesagt, wir müssen einfach weiter so machen und wir werden Tore schießen. Seit 17 Spielen seid ihr nun ungeschlagen, das ist eine starke Serie. War das trotzdem heute auch wichtig, jetzt vor dem Derby gegen Homburg, dass man nochmal 3 Punkte eingefahren hat? Ja, und zu Hause auch, dass wir unsere Bilanz verbessern. Und ja, ich freue mich einfach. Derby, Homburg, ist das so dein erstes Derby, was du mit der SVE erlebst schon, oder? Ja, richtig. Freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Heiße Stimmung, Atmosphäre, müsst ihr dann nächste Woche mitnehmen. Kennst du Homburg? Hast du sie schon gesehen irgendwie? Kannst du da schon? Von letztes Jahr schon, ja. Und die haben auch diese Saison eine gute Mannschaft. Es wird kein einfaches Spiel, auswärts. Ja, ich bin gespannt. Wir auch, vielen Dank. Bitte. Schnelli, beim Pokalspiel in Eppelborn getroffen, am Ende weitergekommen. Heute 4:2 Heimsieg gegen den FSV Frankfurt. Unter der Woche den Vertrag bis 2026 verlängert. Eine Bilderbuchwoche für dich, oder? Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall. Mich hat alles gefreut. Also klar, wenn man so eine Unterschrift mit einem Heimspielsieg und auch einem Pokalsieg quasi würdigen kann, ist das natürlich eine tolle Sache, auf jeden Fall. Hat man das heute auch gemerkt, wenn man so weiß, man hat hier für 4 weitere Jahre unterschrieben, dass man da nochmal mit einem besseren Gefühl auf den Platz geht? Ja klar, ich hatte schon vorher immer ein gutes Gefühl hier zu spielen, mir hat es hier Spaß gemacht, die Jungs machen Spaß mit denen zu zocken und heute konnten wir wieder gut auftribbeln, hatten einen super Platz hier und da macht es auf jeden Fall Spaß. War etwas kurios, heute die erste Halbzeit ging hin und her, vorne getroffen, 2-mal einen Gegentreffer kassiert. War das in der ersten Halbzeit gerade so auch so ein bisschen unangenehmes Spiel? Ja klar, also wir sind in Führung gegangen 2-mal und haben dann jeweils den Ausgleich bekommen. Aber an sich hatten wir das Spiel im Griff, fand ich. Wir hätten natürlich auch ein paar Tore mehr schießen können in der ersten Halbzeit. Aber ich war mir sicher, dass wir das am Ende ziehen würden. Also von den Chancen her und auch wie wir gespielt haben, war ich mir das sicher. Dieses Gefühl der Sicherheit hatten wir auch von oben. Gerade dieser Offensivdrang, nehmt ihr das mit für die nächsten Woche, dass da vorne auch die Tore nacheinander dann gefallen sind? Ja, auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Wir wollen immer offensiv spielen. Wir wollen unsere Tore machen. Ich denke, die Jungs, die vorne spielen, möchten an jedem Spieltag treffen. Das merkt man auch und das ist auch gut so. Derbys gegen Homburg hast du ja schon erlebt. Wie blickst du voraus auf nächste Woche? Ich glaube, der Dreier heute war ja auch wichtig, vielleicht so als Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Wenn man mit einem Sieg in so ein Derby reingeht, ist natürlich was Besseres wie mit einem Unentschieden oder mit einer Niederlage. Klar, ich kann mich noch an das Heimspiel hier erinnern, wo sie sogar in Unterzahl noch einen Unentschieden gegen uns erringt haben. Und es wird auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, aber wir haben dort auch letztes Jahr schon gewonnen und das wollen wir auf jeden Fall fortführen. Und die Hinrunde dann wahrscheinlich weiter erfolgreich abschließen, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Vielen Dank dir. Alles klar.